der Neuling der Gruppe. Ich bin noch nicht lange dabei, aber schon sehr glücklich und fühle mich sehr aufgerufen. Und deswegen möchte ich Ihnen ein paar kurze Zeilen vorlesen. Ich habe eine kleine Hymne gemacht. Die Tür empfängt Neues Vergangenes. Fensterblick. Der Raum lächelt. Frauen, Männer, Stühle. Epikzentrum am Tisch. Buchstaben sprechen, Noten singen zum Abendwein der Literaten. Köpfe und Herzen in Flammen, dann sind Dichter zusammen. Also mein Name ist Monika Lebrenz-Kugler. Ich habe für Sie ein Gedicht. Allein. Am Heiligabend ganz allein. Oh, das wird gut. Oh, das wird fein. Kein Tannenbaum mit Nadelspänen. Sein Anblick bringt nur viele Tränen. Musik kommt aus dem Radio, Tanzmusik, beschwingt und froh. Küchendienst, das fehlte noch. Kuschelcouch, die Beine hoch. Punsch und Kerzen, Weihnachtsmann, soll haben, wer es brauchen kann. Der zähe Krampf mit den Geschenken, endlich muss ich nicht dran denken. Socken, Hemden, davon viel, geschenkt, was keiner haben will. Nicht ganz, kein Sekt und kein Gebäck und die Verwandtschaft ganz weit weg. Kein Streit mit einem Ehemann, ich lächle mich alleine an. Ruhe nur und frische Luft, kein widerlicher Zimtgeruch. Ich bin ich, so ganz allein. Oh, das ist gut. Oh, das ist fein. Oh, du Stressige. Ach, du schönes Weihnachtsfest, jedes Jahr der gleiche Mist. Fetter Bratenduft im Raum, jeder kreischt, und Tannenbaum. Kekse werden reingedrückt, Kerzen klecksen wie verrückt. Vater säuft seit einer Stunde, lallt mit seinem Whiskymunde. Mutter quält sich mit dem Fisch, beißt vor Wut gleich in den Tisch. Kinder fangen heulen an, wann kommt denn der Weihnachtsmann? Als die Haustürglocke schellt und der Hund erschrocken bellt, steht der Nachbar diese Tute in der Hand mit einer Rute, fragt und glotzt dumm wie ein Schaf, wart ihr denn noch alle brav? Jeder nickt höchst überzogen, das ist voll und glatt gelogen, schnappt sich sein Geschenkpaket, als ob die Welt gleich untergeht. Das Papier wird aufgerissen, auf den Boden hingeschmissen. Opa krächzt den Kirchenpsalm, lauthals im Zigarrenqualm. Omi weiß nicht, wo sie ist, weil die Katz die Brille frisst. Die Tante dreht am Radio, die Nichte brüllt, sie muss aufs Klo. Der Papagei ist ausgerissen, zerrupft die Sofafederkissen. Der Jüngste fehlt beim Weihnachtsschmaus, räumt die ganzen Schränke aus, sitzt in einem Osternest. Ach, du schönes Weihnachtsfest.